Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein DM-Haul wieder für euch, weil es auf jeden Fall ein paar Neuheiten gab, die ich... unbedingt austesten wollte. Und vor einer Reise, weil ich bin nach Cannes nämlich noch auf Mallorca, da muss man immer irgendwie zum DM laufen und braucht so ein paar Sachen und Besorgungen erledigen und ein paar Reisegrüßen habe ich mir auch mitgenommen, nur damit ihr Bescheid wisst, warum es diesmal so viele sind. Ich würde mal sagen, ich fange einfach direkt mit dem Video an und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Als allererstes gleich mal sehr interessante Produkte. Ich war sogar auch auf dem Biore-Event hier in München. Das ist, glaube ich, eine koreanische Marke und zwar arbeiten die viel mit Aktivkohle. Und das sind Clear-Up-Stripes mit Aktivkohle, wie gesagt, für die Nase. Und die sollen dann diese ganzen Blackheads entfernen, diese Mitesser. Und weil das ja schwarz ist, sieht man das dann beim Abmachen, die ganzen weißen Mitesser. Ich bin mal sehr gespannt, ob es klappt. Wenn ihr sowas schon ausprobiert habt, dann würde ich sehr, sehr gerne eure Erfahrungen dazu hören oder lesen. Weil ich habe das persönlich noch nicht probiert. Das muss man nur anfeuchten, auf die Nase geben. Ich glaube 10 bis 15 Minuten trocknen lassen, steht da, bis er fest wie Pappmaché ist und dann vorsichtig abziehen. Interessant. Was ich natürlich auch machen kann, ist ein extra Video zu solchen Geschichten. Also hier habe ich nämlich noch auch ein sehr interessantes Produkt. Das ist nämlich eine 1-minütige Thermomaske. Das heißt, sie wird warm auf eurem Gesicht. Da steht, Gesicht anfeuchten, Maske auftragen und dann etwa 1 Minute einmassieren. Während des Einmassierens der Maske erwärmt sich diese. Für stärkere Wärmeaktivierung oder die gewünschte Konsistenz zu erzielen, kann eine kleine Menge Wasser hinzugefügt werden. Die Maske trocknet nicht oder wird hart. Also das heißt, die Maske wird warm in Verbindung mit Wasser auf eurem Gesicht. Und wenn man Gesichtsbehandlungen macht zum Beispiel, dann wird das Gesicht ja auch immer mit einem warmen Tuch erstmal angefeuchtet, damit die Poren aufgehen. Und so kann die Maske besser einziehen und tiefer in die Haut rein sozusagen und die... den Schmutz entfernen, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen zwei sehr coole und interessante Produkte, die es für ca. 5 Euro bei DM gibt. Also das kann ich, wie gesagt, sehr gerne mal in einem extra Video für euch austesten. Sagt mir gerne Bescheid unten in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Dann habe ich hier noch was Praktisches, und zwar die 150 Ebelin feuchte Tücher, die ich mir hier immer auf dem Schminktisch stelle, weil... Wenn man mit Make-up arbeitet, dann gibt es auch natürlich flüssige und cremige Produkte, die ich mir immer auf dem Handrücken schmiere und dann nicht immer ins Bad laufen muss, weil ich nicht immer Zeit habe und manchmal sehr oft, oder was heißt manchmal, sehr oft eigentlich oder immer unter Zeitdruck bin. Deswegen kann ich mir einfach so ein Feuchttuch nehmen und damit schnell meine Hände abwischen damit. Und dann habe ich mir noch so ein Refill-Ding gekauft. Also es sind nochmal 150 Tücher, die ich mir rein tun kann und dann wiederverwenden kann, die Verpackung, was sehr praktisch ist. Natürlich meine Balea fliegende Reinigungstücher 3-in-1. Das muss immer mit, wenn ich im DM bin, weil die auch immer alle sind. Die sind ohne Alkohol und ohne Parfüm und immer, immer mit dabei. Ich nehme immer meistens 2 Stück und die reichen mir erstmal für Uppsala. Für ein paar Wochen, bis ich halt wieder zum DM laufe. Was auch mega cool ist, ist diese neue Trockenshampoo-Marke, die heißt Collab. Das ist eine Marke aus UK, das ist neu und können wir erstmal darüber reden, wie schön diese Verpackung ist. Also wirklich sehr coole Farben, springt auf jeden Fall ins Auge und ist einfach sehr schön anzuschauen. Ich habe es mir vorhin, weil ich noch meine Haare nicht gewaschen habe heute, das mal ausprobiert und mal schnell reingesprüht. Und ich muss sagen, das ist sehr weich. Also wenn man das wieder so einmassiert, dann klebt das nicht so in den Händen. Und der Duft ist auch sehr cool. Das ist sehr blumig, sehr süß ein bisschen. Also es gibt übrigens, glaube ich, 4 oder 5 Trockenshampoos mit verschiedenen Mustern und Farben. Und schaut euch das mal an. Die sind, glaube ich, ein bisschen teurer, 1 Euro, 2 Euro als die Batiste Trockenshampoos, die es auch bei DM gibt. Aber
Ich finde, wie gesagt, die kleben nicht so in den Haaren. Also wenn man in den Händen und den Haaren, wenn man es so einmassiert, dann ist es immer so komisch danach in den Händen. Dann klebt alles, finde ich. Aber das ist total fein und konnte man sehr gut einmassieren. Also könnt ihr mal sehr gerne austesten, wenn ihr oft Trockenshampoos verwendet. Finde ich erst einmal schon mal sehr gut, muss ich aber noch ein bisschen länger austesten. Ich bin ja immer auch für solche Haarölgeschichten immer zu haben. Das ist nämlich ein, also von Balea, ein Oil Repair Haaröl Spray. Wie cool ist das denn? Ein Ölspray. Und ich liebe Öl, also ich benutze das immer sehr gern hier unten in den Spitzen. Da ich heute eh gleich meine Haare waschen muss, sprühe ich einfach heute alles rein, was geht. Live-Demo. Also das riecht auf jeden Fall wie alle Balea-Produkte irgendwie. Es geht, es ist nicht super unangenehm, aber es ist jetzt auch nicht so das Beste. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Haare mehr glänzen oder pflegender ausschauen, gepflegter ausschauen, weil ich gerade keinen Spiegel vor mir habe, sondern nur euch, die Kamera. Aber ich finde das immer sehr praktisch. Also bevor ich mir Öl in die Hände erschmiere und dann in die Haare, kann man das einfach so drauf sprühen. Also ich benutze wirklich sehr gern ölige Produkte für die Haare, weil die einfach nährender sind und man einen schönen Glanz bekommt. Ist sowas sehr praktisch, wenn es aus der Dose kommt und zum Sprühen. Werde ich mal austesten. Aber ich glaube, das werde ich auf jeden Fall öfters hernehmen im Alltag, weil es sehr praktisch ist. Und ja, wie gesagt, ich sehe es erst beim Schneiden, ob das jetzt ein bisschen glänzender geworden ist. Müsst ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Was auch mega praktisch ist, finde ich, diese drei kleinen Prübchen. Was eigentlich keine Probe ist, sondern es ist so ein Miniset von L'Oreal. Das sind diese Detox-Masken Tonerde. Und da sind, wie gesagt, drei Stück drin, die man so auftragt, wie es halt hier aufträgt, wie es hier abgebildet ist. Ich habe die schon zu Hause in vollen Größen, weil ich auch dazu mal kooperiert hatte und ein cooles Shooting hatte mit L'Oreal letztes Jahr. Ich habe die mir jetzt aber nochmal so gekauft, weil ich das sehr praktisch finde für unterwegs. Und ja, weil ich jetzt wie gesagt auch öfters unterwegs sein werde und auch fliegen werde, deswegen nehme ich einfach so Masken jetzt sicherheitshalber mit, falls ich falls meine Haut wieder rumspinnt, was wirklich sehr oft leider vorkommt, wenn ich oft fliege und das Wetter immer anders ist. Die Masken sind wirklich sehr gut. Da gibt es so Glasschüsseln, Masken, die man einzeln kaufen kann und jede kostet 10 Euro. Die drei kosten zusammen um die 6 oder 7 Euro. Ich habe komischerweise sehr viele Pflegeprodukte gekauft diesmal. Unter anderem diese Balea Augenpads. Q10 heißen die, belebt und erfrischt, mildert Mimikfältchen. Also ich glaube nicht, dass nach 2-3 Behandlungen hier meine Falten, meine Mimikfalten weggehen oder zurückgehen, aber es tut einfach mal gut, vor allem wenn man eine kurze Nacht hatte, diese Pads einfach hier aufzulegen und mal sowas Kaltes einfach hier unter den Augen zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich es mir gekauft. Ich hatte schon mal so Balea-Pads. Allerdings waren die hier günstiger. Die sind auch, glaube ich, neu. Das sind nämlich 6x2 Pads, also insgesamt 12. Und die andere Packung, die ich hatte, wie gesagt, die hat 5 Euro gekostet und da waren, glaube ich, 3x2 drin. Und die war günstiger. Und da ist halt einfach mal das Doppelte drin. Werde ich austesten, werde ich auch mitnehmen, was sehr praktisch ist. Da muss man einfach nur das so rausnehmen und in die Tasche legen. Und ja, also solche Augenpads, wie gesagt, nicht jetzt nur wegen den Falten habe ich es gekauft, sondern einfach damit die schön kühlen und einen beleben und erfrischen. Was ich auch auf jeden Fall in den Urlaub mitnehmen werde, ist dieses Wasserspray in der Duftrichtung Kokos. Geil, oder? Pure Erfrischung für Gesicht und Körper. Und die Flasche ist schon so kalt. Also nehme ich mal an, dass es im Sommer oder in so schönen warmen Tagen sehr angenehm sein wird. Und Kokos ist immer geil. Ich sprühe es jetzt einfach mal aufs Gesicht, obwohl ich Make-up drauf habe. Wir probieren es jetzt einfach mal. Also ich glaube die... Oh! Voll der Fail. Die Flasche ist kaputt. Wahrscheinlich vom Transportieren.
Ich werde mal gleich meine Feuchttücher verwenden. Seht ihr, das ist wirklich sehr praktisch, die immer griffbereit zu haben. Aber ich rieche immer noch Kokos raus. Also das bleibt auf jeden Fall auf der Haut und es ist auf jeden Fall erfrischend. Es hat jetzt 1,50 € gekostet, ist kein Muss, aber habe ich mir jetzt einfach, wie gesagt, für den Urlaub oder einfach mal zum Draufsprühen mitgenommen. Praktisch. Zum Reisen verwende ich immer solche Handzahnbürsten. Zu Hause habe ich eine elektronische, aber die kann ich nicht immer mitnehmen, beziehungsweise will ich das nicht, weil ich eh schon so wenig Platz habe. Deswegen habe ich mir jetzt einfach diese Dreierpackung mitgenommen. Habe ich gebraucht und mitgenommen. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Sowie auch eine Zahnpasta von Colgate Max White. Ja, das, ich habe so einen neuen, wie nennt man das, Kulturbeutel. Und zwar den hier von DM auch. Dazu komme ich gleich. Und da schmeiße ich jetzt einfach alles rein. Aber noch ein paar Sachen kommen dazu in meinen Kulturbeutel. Und zwar ein Mini-Deo. Ich vergesse fast immer, mein Deo mitzunehmen, diesen großen. Und ich ärgere mich jedes Mal. Deswegen habe ich gedacht, nee, heute muss er wirklich mit oder ein Deo mit. Da gab es jetzt leider nicht super viel Auswahl in diesem bei diesen Reiseprodukten. Deswegen habe ich mir jetzt das Starf Deo mitgenommen. Da ist jetzt nur 35 ml drin, aber das passt. Ein Haarspray ist nie verkehrt, vor allem bei diesen Haaren, weil die immer das machen wollen, was ich nicht will. Und deswegen muss ich sie bändigen. Da ist dieses L'Oreal Elnett Haarspray echt das Beste. Extra starker Halt. Und genau, das habe ich mir auch noch mitgenommen, weil mein Reise-Haarspray schon alle war. Und voll cool, so ein Rasiergel auch als Reisegröße, 75 ml. Und das ist kein Schaum, sondern Gel. Das habe ich auch in der großen Größe im Bad stehen, aber so zum Reisen. Ich habe nämlich mal das große mitgenommen auf einer Reise und dann ist mir hier irgendwas kaputt gegangen. Und das ganze Gel war einfach überall und es war ein Saustall. Deswegen hoffe ich, dass es mit dem Kleinen nicht passiert und diesmal tue ich den auch in meinen Kulturbeutel und nicht einfach so in meinen Koffer rein. Ich habe noch ein Deo mir gekauft. Ihr denkt jetzt auch schon, ich stinke. Aber hey, Deos braucht man wirklich im Alltag. Deswegen habe ich mir noch so ein Roll-on-Deo mitgenommen. Und das tue ich immer nach dem Duschen gleich drauf, weil das, finde ich, viel besser hält. Und so Sprühdeos halt so für zwischendurch. Und dann nehme ich immer Garnier Mineral, das Protection Deo. Ohne Alkohol und ohne Parabene. Dieser Pumpspender schaut so süß aus, dass ich wirklich nicht dran vorbeigehen konnte. Und zwar ist es von Balea ein Handmousse Blütenzauber mit, haltet euch fest, Avocadoöl und Aloe Vera. Jetzt bin ich mal gespannt, weil es ein Mousse ist und kein, keine normale Creme. Die stelle ich mir dann einfach am Schreibtisch hin. Naja, das ist schon eine Creme. Do you want to try? Oh. Ah! Hey, das ist einfach eine Creme. Ja. Also, die Textur ist auf jeden Fall cool und fluffiger als wie die normale Creme. Allerdings ist das kein Mousse. Aber ich muss sagen, es riecht wirklich sehr, sehr gut und so angenehm. Und nicht zu süß und ja, einfach angenehm für einfach mal zwischendurch. Ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt nachkaufen würde, aber ich habe ja erstmal 150 ml Produkt. So Leute, wir kommen jetzt endlich zum spannenden Teil des Hauls und zwar zu dem Make-up. Als erstes habe ich mir diese Palette gekauft, diese Blush-Palette von Maybelline. Finde ich sehr cool, die Farben sind sehr schön. Gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, ein Highlighter ist sogar auch dabei. Ich muss sagen, ich finde diese zwei einfach nur mega schön. Auch die und die. Die sind halt aber alt. Also das ist auf jeden Fall keine Alltagsfarbe. Aber für so ein cooles Make-up. Ich habe mal so ein Taylor Hill Make-up geschminkt. Da hätte es wirklich sehr, sehr gut gepasst. Aber das ist auf jeden Fall ein Highlighter. Ja, nicht schlecht. Ey, das ist gar nicht so schlecht. Aber ich muss sagen, da sind halt viele Glitzerpartikel drin, aber trotzdem ein sehr schöner Highlighter. Ich zeige es euch natürlich noch vom Nahen. Das ist, glaube ich, meine neue Lieblingsfarbe, was Blush angeht. Das ist so eine schöne Alltagsfarbe.
aber die geben auf jeden Fall gut Farbe ab. Finde ich sehr cool. Das ist eher so ein Satin-Finish. Also, ja. Finde ich echt nicht schlecht. Da will ich auf jeden Fall noch nicht voreilig sein. Muss ich mal einen Look mitschminken und einfach mal ausprobieren. Vielleicht einen Blush und einen diesen Highlighter. Das ist ja nur ein Highlighter. Und dann gucken, wie es auf dem Gesicht ausschaut. Aber so vom ersten Eindruck geben die auf jeden Fall schon mal sehr gut Farbe ab. Ich wollte eine neue Foundation austesten. Und so habe ich mir die Perfect Match Foundation von L'Oreal gekauft. Hautton anpassendes Make-up. Verschmilzt perfekt mit der Farbe und Struktur ihrer Haut. Da bin ich mal gespannt. Ich habe die Farbe Beige Rose und alle schwärmen ja in Amerika von der Perfect oder True Match Foundation. Ich weiß jetzt nicht, ob es die gleiche ist, aber ich weiß nur, dass es von der Verpackung her nicht das gleiche in Deutschland gibt. Aber ich glaube, das Produkt müsste das gleiche sein, wenn ich mich nicht irre. Wenn ihr da eine bessere Ahnung habt, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Ich habe das irgendwo gehört oder gelesen. Aber trotzdem habe ich mir die jetzt mitgenommen und die werde ich jetzt auch mal austesten. Ah, die ist auf jeden Fall sehr cremig, sehr leicht auch. Die hat auf jeden Fall ein bisschen Rosé-Stich, aber ich glaube, das passt schon ja, zu meiner Haut. Und da kommt ja immer noch Concealer drauf und Contouring und dann passt es eigentlich immer von der Farbe. Aber fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an, sehr leicht auf der Haut. Und mal gucken, ob das meine neue Alltagsfoundation wird. Kann ich euch sehr gerne berichten. Dann habe ich mir noch einen neuen Concealer gekauft von Catrice. Der ist waterproof. Ein Concealer, der waterproof ist. Sehr interessant. In der Farbe 010 Porzellan. Werde ich bestimmt mal in einem Tutorial zeigen oder verwenden. Und ja, habe einen neuen für den Alltag gebraucht, weil ich ja wirklich jeden Tag Concealer brauche, weil ich fast schon schwarze Augenringe habe. Von Maybelline habe ich mir ein cooles Augenbrauenprodukt gekauft. Das heißt Brow Satin in der Farbe Dark Brown. Und das sind hier zwei Applikatoren. Das erste ist hier ein Stift. Da gibt es, glaube ich, drei oder vier Farben. Aber das Interessantere war der andere Applikator. Das ist nämlich so ein Schwämmchen, wie so ein Marker. Und dieser Applikator gibt hier Puder ab und ist halt eher größer. Das Coole ist, dass ich immer einen Augenbrauenstift und Puder verwende. Und das ist halt zwei in einem. Mal gucken, ob das so gut funktioniert wie zwei verschiedene Produkte. Ich nehme meistens einen Benefit Augenbrauenstift her und dann noch mein Art Deco Puder. Einfach zum Setten, damit die Augenbrauen länger halten. Und wenn das klappt und das gut ist, dann bin ich echt sehr überrascht, weil ich die Idee so an sich sehr cool finde. Also, werdet ihr bestimmt auch in meinen Tutorials sehen. Ich habe es, wie gesagt, in der Farbe Dark Brown und da gibt es, glaube ich, vier oder fünf Farben. Ein sehr, sehr cooles Produkt von Manhattan. Ein Good to Glow Highlighter. Satin Sparkle heißt die Farbe. Und es gab nur diese eine Farbe. Das geht eher ins Rosé. Genau, das ist so eine Rosé-Farbe. Seht ihr das? Und ja, ich weiß nicht, ob ich mir das aufs Gesicht geben würde, ehrlich gesagt, weil das super viele Glitzerpartikel hat und gar nicht so meine Farbe ist. Mir ist leider nicht eingefallen, vor Ort zu swatchen. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schön. Hätte ich leider nicht gedacht, weil ich war voll gespannt, wie das Produkt ist und habe mich sehr darauf gefreut, weil ich Highlighter liebe, vor allem Liquid Highlighter. Und das ist, glaube ich, echt ein Fail leider. Also erst ist die Farbe halt nicht so meins, es ist eher so rosa. Hätte man auch vor Ort swatchen können, ich weiß. Aber ich weiß nicht, ob es einen Tester gab. Ich glaube eher nicht, weil sonst swatche ich immer alles. Und außerdem hat er auch noch ganz viele Glitzerpartikel, was ich halt im Gesicht nicht sehr schön finde, sondern eher so ein Glow. Ein nicht so toller Highlighter, wie ich finde. Schade. Also nicht nachkaufen, Leute. Ich habe noch zwei Produkte und ich würde sagen, ich fange mit der Wimperntusche an. Die habe ich früher immer nachgekauft. Das ist die Essence I Love Extreme
Crazy Volume Mascara. Also ich glaube, die kennt ihr auch alle, weil die erstens super günstig ist und sehr lange und dichte Wimpern macht. Ich muss mal gucken, ob ich die immer noch mag, weil jetzt wirklich Jahre dazwischen liegen, seitdem ich sie das letzte Mal verwendet habe. Die hat so ein ganz dickes Bürstchen, das ist auch eher fest dann. Das mag ich ganz gern bei, also die bewegt sich natürlich, aber die ist auf jeden Fall ein bisschen fester als wie die meisten Gummibürstchen, wo ich noch gar nicht an meinen Wimpern bin und die schon an allen Richtungen sich biegen. Obwohl ich brauche halt immer so ein bisschen Stabilität bei dem Bürstchen, so dass ich meine Wimpern wirklich nach oben immer kämmen kann und gut kämmen kann, weil ich halt sehr kurze Wimpern habe und da muss ich immer so das Beste rausholen. Ich freue mich, die auch wieder mal zu verwenden. Und das letzte Produkt ist ein, das ist auch neu, das ist so ein Retouch Nail Polish, also Nagellack. Ich habe es mir in der Farbe Red gekauft, 401. Und das ist halt einfach mega für zwischendurch und wenn man irgendwie einen wichtigen Termin hat und dann es nicht geschafft hat, einen ganzen Nagellack abzumachen und einen neuen drauf. Einfach mal für zwischendurch. Ich bin mal gespannt, ob es klappt und ob meine roten Lacke, ob die dazu passen und wie das so funktioniert, ob das schnell trocknet. Werde ich mal ausprobieren, aber das war auf jeden Fall eine Neuheit in der Drogerie, die ich unbedingt austesten wollte. Und zu guter Letzt natürlich mein neuer Kulturbeutel, den ich jetzt für meine Reisen gebraucht habe. Ich habe sonst immer so fast die Hälfte oder sogar noch kleiner und ich wollte einfach einen großen Kulturbeutel haben, wo ich alles rein tun kann, alle größeren Produkte und eventuell auch meinen Lockenstab. Mal gucken, was so alles reinpasst. Und einfach alles in einem haben, ins Bad reinstellen, wenn ich im Hotel bin und dann ist alles drin. Das hat, glaube ich, 12 oder 13 Euro gekostet. Schwarz ist immer gut. Und ja, das war's auch schon von meinem DM-Haul. Es ist wieder ein sehr langes Video geworden. Sorry dafür, aber ich schaue mir sehr, sehr gerne persönlich DM-Hauls an und dachte mir, ich mache jetzt einfach nochmal eins, obwohl es diesmal nicht ein... Doch, es war ein großer DM-Haul wieder mal. Aber ich hoffe, solche Art von Videos gefallen euch, so Hauls und ich weiß nicht, es gibt immer neue coole Produkte in der Drogerie, die ich einfach gerne austesten möchte. Schreibt mir doch sehr gerne, was ich als nächstes drehen soll. Über eure Videowünsche wäre ich euch immer sehr dankbar, weil mir manchmal immer die Ideen ausgehen. Und schaut sehr gerne auf Instagram vorbei für tägliche Updates. Und auch gerne auf meinem Fashion-Blog, falls ihr ein paar Outfits von mir sehen möchtet. Dann bedanke ich mich erst einmal fürs Zuschauen. Ich hoffe auch, dass ihr das nächste Mal einschalten werdet. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.